Moinsen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Q&A. Zusammen mit Giants, meiner Wenigkeit, dem YouTube-Kanal Pichoco und dem LS22. Ich weiß, man hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Je näher wir diesem vierten Quartal des Jahres kommen, egal ob es Stunden, Tage, Wochen, Monate sind, ich werde immer aufgeregter und freue mich mega auf den neuen LS22. Wir sind alle gespannt, was so möglich sein wird, was wir machen können und was uns so erwarten wird. Vor allem an den neuen Fahrzeugkategorien oder neue Kategorien allgemein im LS22 wird es neue Tiere geben, die neuen Maps, die kommen werden. Und so weiter und so fort. Ist Klaas mit dabei? Ist John Deere wieder mit drin? Heidewitzka, das wird eine spannende Kiste jetzt die nächsten Wochen. Und ich habe euch ja versprochen, ich werde schon mal auf dem Laufenden halten, wenn es neue Infos gibt. Momentan sind wir bei den Q&As dran. Und natürlich, ihr wisst, wie ihr mich hier supporten könnt und unterstützen könnt, um den Algorithmus auf YouTube mal ein bisschen richtig in die richtige Richtung zu leiten. Lasst da gerne einen Daumen nach oben da unter diesem Video. Und wenn ihr natürlich noch Fragen habt, dann dürft ihr auch gerne die Kommentarfunktion nutzen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, haut doch noch ein Abo hinterher. Das ist für euch kostenfrei. Glöckchen aktivieren, um keine Livestreams, Let's Plays, Videos zu weiß Gott welchen Spielen zu verpassen. Es ist egal, ob LS, ETS und vieles, vieles mehr. Freue mich natürlich, dass ihr mit dabei seid. Im Hintergrund, ihr habt es euch so gewünscht, dass ich halt auch mal Let's Plays im Hintergrund zeige. Ist es die XXL Class Farm, die wir damals mal gehabt haben als Let's Play. Mega geil, hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe wieder neue Fragen. Ihr habt nämlich in dem letzten Video wieder fleißig kommentiert. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Am Ende des Videos, von diesem hier, dürft ihr natürlich auch wieder machen. Wenn eure Frage immer noch nicht genommen wurde, dann dürft ihr hier gerne nochmal reinschreiben. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, auch hier reinschreiben. Andere Kommentare liken, um einfach da zu wissen, ach, das interessiert sehr, sehr viele. Ich versuche mal, ob ich da was herauskitzeln kann. Denkt natürlich wieder dran, so Fragen wie, würde es einen Betrag unter anderem geben? Würde es keine Antwort zu geben? Überlegt euch gut die Frage. Ich habe wieder ein paar rausgepickt, die ich wirklich sehr, sehr gut fand und wo ich auch wirklich tolle Antworten zu bekommen habe. Also jetzt kann hier keiner in den Kommentar schreiben, das kennen wir doch schon alles. Nee, so ist es nicht. Und deswegen starten wir einfach mal mit Frage Nummer 1. Würde eine eigene Tastenbelegung im LS22 nun auch auf Konsole möglich sein? Ich denke mal, ihr wisst es, 15er, 17er, 19er konnte man am PC, egal ob für die Tastatur oder ein Lenkrad, die Tastenbelegung selbst konfigurieren. Das heißt, man konnte selbst die Hupe wohin legen, den Blinker, den Warnblinker, die Rundumleuchte oder sonstiges. An den Konsolen waren das immer feste Vorgaben. Wir hatten immer nur die Möglichkeit, Blinker links ist R1 und Steuerkreuz links, Viereck ist ein- und aussteigen und so weiter und so fort. Und das war für manch einen immer sehr, sehr schwer. Auch für mich, weil du hast halt vom PC zur Konsole, wenn du beides spielst, ich jetzt als Streamer bin auf beidem unterwegs, du hast unterschiedliche Belegungen, weil am PC spiele ich gerne mit meiner Belegung hier Steuerkreuz. Die Schaltwippen ist blinken und am Controller muss ich ja R1 und Steuerkreuz nach links an meinem Lenkrad drücken. Und das verwirrt immer ein bisschen. Oder wie zum Beispiel Fahrzeuge wechseln und so. Das ist wirklich eine Portion für sich. Ich muss mich immer konzentrieren und nicht außersehen, was Falsches zu drücken. Und jetzt würde man sich natürlich sehr darüber freuen, wenn im LS22 diese Belegung freigegeben wird für auch uns Konsolenspieler. Und Chris sagt ganz klar dazu, mit einer gewissen Anpassbarkeit der Kontrollelemente kann man auch auf Konsolen rechnen. Wie weit dies genau gehen wird, seht ihr in den kommenden Monaten. Also stellt euch darauf ein, wir können auf jeden Fall etwas anpassen. Wie der Umfang jetzt sein wird, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Aber es wäre schon geil, wenn man zumindest so sagen könnte, hier will ich einsteigen, da will ich blinken. Warnblinker bitte. Und hier will ich das Fahrzeug wechseln und so, um das einfach so ein bisschen gleich zu halten. Wäre auf jeden Fall für mich persönlich eine richtig schöne Sache, wenn das Ganze möglich gemacht wird. Wir warten mal ab. In den kommenden Monaten werden wir dazu weitere Infos bekommen, um darauf einzugehen. Frage Nummer 2. Es ist nicht der LS22, aber wird Precision Farming im LS19 noch erweitert? Precision Farming wurde damals von Giants angekündigt als langjähriges Projekt, welches euch die Landwirtschaft nochmal um einiges näher bringt, wie zum Beispiel das Feld nicht zu überkalken, den pH-Wert neutral zu halten und Bodenproben zu ziehen. Das Ganze hatte ich euch in einem Video schon mal gezeigt. Das werde ich versuchen, ob ich das mal finde und dann euch am Ende im Outro einfach mal verlinke. Dann könnt ihr euch das mal in Ruhe nochmal reinziehen. Und mittlerweile ist es da ein bisschen ruhig drum geworden. Und Chris hat mir eine ganz klare Antwort gegeben, wieso und ob es halt noch erweitert wird. Nämlich Chris sagt dazu, Precision Farming. Hat das genauso geschrieben wie ich? Ja, ich habe keinen Rechtschreibfehler gemacht. Gut.
Schwieriger Name, wirklich. Ist ein langfristiges Projekt. Details können wir derzeit aber noch nicht nennen. Aktuell konzentrieren sich unsere Programmierer natürlich auf die Fertigstellung des LS22. Das bedeutet, die Programmierer von Giants hängen eigentlich am Precision Farming dran, haben das Ganze momentan ein bisschen auf Eis gelegt, um den LS22 natürlich rechtzeitig für euch, für uns alle fertigzustellen und damit natürlich auch Giants weiterhin schöne Infovideos und sonstiges uns bereitstellen kann zum LS22. Aber Precision Farming wird fortgesetzt als langjähriges Projekt. Was ich natürlich cool finden würde, wäre, wenn Precision Farming direkt fester Bestandteil im LS22 würde und man es dort dann fortsetzt für den 19er und für den 22er. Halt quasi als Doppelkombi, dass das zweigleisig fährt. Das würde ich persönlich wirklich sehr, sehr geil finden, wenn man es so vielleicht machen könnte. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergehen wird, meine lieben Leute. Und ich glaube, ihr seid da auch ziemlich gespannt, weil Precision Farming ist wirklich was, also was schon sehr cooles und ausgiebiges. Da, boah. Also ich finde es wirklich mega geil, ne? Ich bin gespannt. Frage Nummer 3. Die fand ich ganz lustig. Werden wir Factsheets erwarten können zum LS22? Du kriegst natürlich, ja klar. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht, weil Factsheets von Giants ins Leben gerufen, ich präsentiere sie euch natürlich dann separat auch nochmal sehr gerne, sind schon was sehr, sehr Gutes, um einfach schon mal zu sehen. Na, für die, die jetzt nicht wissen, was Factsheets sind, das sind kleine Datenblätter von Inhalten des LS. Jetzt zum LS19, zum Beispiel Alpine DLC, wurden in, ich glaube, 4 Videos alle Inhalte vom Alpine DLC gezeigt, immer auf so kleinen Datenblättern. Da wurde dann niedergeschrieben, jo, wir haben hier einen Regitrack E, der hat so und so viel kW, in dem Fall kW, weil es ein Elektrotraktor war. Der hat die und die Bereifung, dem kann man das und das anbauen und so weiter und so fort. Das waren wirklich so kleine, schöne Datenblätter, um einfach mal wieder zu spiegeln, wie das Ganze denn überhaupt in dem LS aussehen wird und was uns zu erwarten hat. Und da bin ich selber gespannt, was jetzt für Factsheets kommen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt jeden Inhalt des LS zeigen werden, weil das wäre schon ein bisschen krass bei über 400 Gerätschaften, aber einfach so nach und nach. Ich zeige euch mal kurz ein Factsheet, so waren die ersten Factsheets, das war zum Beispiel zum LS19, da kam ja Samsung mit dazu ganz neu und da wurde dann halt gezeigt, ne, wie teuer ist dieses Güllefass, wie viel passt da rein, welche Breite und so weiter hat das Teil. Das sind diese Factsheets und die werden wir im LS22 auch wieder erwarten können. Ich gehe mal davon aus, mit vielen neuen Gerätschaften, die halt dazukommen werden. Ich bin gespannt, Leute, ich freue mich echt drauf. Frage Nummer 4. Bleibt die Mapgröße gleich oder wird diese auch erweitert? Jetzt schlagt mich mal tot, nicht tot, schlagt mich nur einmal auf den Nacken, wenn ich jetzt falsch sage. Ich glaube, 4x4 ist Standard, ne? Ich weiß, ich hätte es jetzt googeln können, habe ich aber nicht getan. Ich mache mal frei Schnauze. Ich meine aber, es wäre 4x4 die offizielle Mapgröße im LS19. Es gibt aber auch 16-Fach-Karten, es gibt 8-Fach-Karten und es gibt sogar 64-Fach-Karten. Das sind aber Mod-Map-Karten. Original meine ich, wäre 4-Fach-Karten. Vierfach? 4, ne? 4x4. Ich glaube, so habe ich es richtig in Erinnerung. Und hier ist halt jetzt die Frage, ob die Map-Größe gleich bleibt oder halt auch erweitert wird. Und ja, Chris sagt mir dazu, Details zu den Maps werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Wir haben kürzlich den Termin der FarmCon bekannt gegeben. Ja, Leute, die FarmCon findet statt, allerdings in digitaler Form. Giants, Corona, geht alles leider nicht. Ich würde euch gerne was anderes sagen, wenn es so wäre. Aber es funktioniert leider nicht. Deswegen werden die das wieder als digitale Version haben. Und das Ganze wird wieder in einem Livestream stattfinden. Da wird es dann auch Interviews geben, Q&A-Seasons. Und der Discord-Channel ermöglicht das Ganze natürlich direkt einen Austausch mit dem Entwicklerteam. Die FarmCon 21 findet statt am 24. und 25. Juli. Und, Moment mal. Am 24. und 25. Juli ist hier die dritte. Entschuldigung, nein. Die FarmCon ist von dem 21. bis zum 23. Juli. Am 24. und 25. Juli ist der dritte Teil der Farming Simulator Leech. So ist es. 21. bis 23. Juli findet die FarmCon als digitales Event auf dem ihren Twitch-Channel statt. Da könnt ihr also dann live zugucken, natürlich auch chatten und vieles, vieles mehr. Und da wird es halt, wie gesagt, Q&A-Seasons geben. Und vielleicht, ich bin mal gespannt, ob die uns vielleicht schon die ersten Ingame-Bilder, also Original-Spiel-Game vom LS22 zeigen werden. Ich denke aber mal schon, weil es gibt ja schon Original-Ingame-Bilder, dann gibt es auch bestimmt schon irgendwo Original-Gameplay. Bin ich echt gespannt und freue mich drauf.
Ja, also das mal als kleinen Termin für euch nehmen. Ich werde natürlich auch da sein. Frage Nummer 5. Werden wieder von Beginn an Lenkräder und Seitenkonsolen unterstützt? Logitech, Cytec etc. Ja, Cytec ist ja jetzt mit Giants zusammen. Das Cytec-Lenkrad, dann gibt es ja das Logitech G920, G920, PS4, Xbox, PC. Und dazu sagt Chris, da ist noch zu früh für Details. Ne, da ist es noch zu früh für Details. Zu Details, aber natürlich sind Lenkräder sehr wichtig für die Traktoren und ich mache mir da wenig Sorgen. Also Chris persönlich sagt sich selber, ich mache mir wenig Sorgen, dass Lenkräder nicht am Anfang unterstützt werden. Ich glaube, bisher war es so. 15er, 17er gab es immer Lenkradunterstützung und ich kann mir nicht vorstellen, dass Giants einen Schritt zurück macht und den LS22 erstmal nur auf Tastatur und Controller möglich macht, sondern ich denke mal schon zumindest das Cytec und vielleicht das Logitech, das G29, 920 da direkt mit reinnehmen wird und uns da die Möglichkeit gibt, dass wir natürlich auch wieder mit dem Lenkrad spielen können, weil es ist nun mal wesentlich realistischer und dann noch die Seitenkonsole dazu, die ich zum Beispiel von meinem Partner LS-Seitenkonsolen auf Instagram habe, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ich wieder so spielen darf. Also so spiele ich momentan den LS19 und das macht mir verdammt viel Spaß. Ich bin gespannt, aber wir sehen dem Ganzen positiv entgegen und hoffen auf das Beste. Ich bin gespannt auch, wie das jetzt mit Trustmaster und so aussieht. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Hersteller, Leute. Dazu wird es natürlich noch weitere Infos geben. Und wenn ich Infos habe, werdet ihr sie natürlich hier auch auf diesem Kanal direkt mitbekommen. Meine lieben Leute, das waren 5 Fragen, das waren 5 Q&A-Sachen und jetzt seid ihr gefragt. Nutzt die Kommentarfunktion, denkt dran, lasst gerne das Däumchen nach oben da, um mich auch noch zu unterstützen. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich im nächsten Q&A. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Q&A oder auch bis zum nächsten Livestream. Und spätestens zum Release des LS22 wird dieser Kanal richtig explodieren. Ich zähle auf euch, ich zähle auf mich selber und ich freue mich mega drauf, euch bald den LS22 präsentieren zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch alles, alles Gute. Wir sehen uns in den nächsten Livestreams. Macht's gut, meine lieben Freunde. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch was. Tüdelü und tschüss.